Am 23. Januar 2006 verlässt eine junge Angestellte das Bürogebäude einer Investmentfirma. Dabei hat sie ihr Handy am Ohr. Sie führt ein lockeres Gespräch. Sie steigt in ihr Auto und während der Fahrt telefoniert sie weiter. Die junge Frau ist die 24 Jahre alte Jennifer Casey. Sie telefoniert mit ihrem Vater. Gerade läuft es ziemlich gut bei Jennifer. Die Nacht zuvor war sie bei ihrem Freund. Danach hat sie ihren Tag bis etwa 18 Uhr auf der Arbeit verbracht. Mit ihrem hart erarbeiteten und ersparten Geld hat sie sich kürzlich eine Eigentumswohnung gekauft. Dort kommt Jennifer noch während des Gesprächs mit ihrem Vater an. Die beiden legen auf. Was Jennifer in den nächsten Stunden tut, wissen wir nicht. Gegen 22 Uhr telefoniert sie noch einmal mit ihrem Freund Rob. Die beiden sind ständig in Kontakt. Sie telefonieren jeden Abend und jeden Morgen miteinander. Doch am nächsten Tag bleibt ein Anruf von Jennifer Casey aus. Ihr Freund wird an diesem Tag, dem 24. Januar 2006, nichts mehr von ihr hören. Überhaupt wird nie wieder irgendjemand von Jennifer Casey hören. In dem kleinen, fiktiven Ort Friedstadt wird die Leiche von Anne Holz gefunden. Sie war erst 20 Jahre alt und hatte noch viele Träume. Aber irgendjemand hat ihr diese Träume genommen, denn sie wurde ermordet. Im Ort gibt es einige Tatverdächtige und Indizien, aber die Polizei kommt nicht weiter. Deswegen müsst ihr helfen, den Fall zu lösen und den Täter hinter Gitter zu bringen. Ich habe jetzt ein Jahr an einem Spiel gearbeitet und das ist jetzt endlich draußen. Über den Link in der Infobox könnt ihr das Spiel bestellen. Das würde mich wirklich freuen und dazu unterstützt ihr den Kanal auch noch extrem. Ach, und zu dem Spiel gibt es noch etwas ziemlich Cooles. Eine exklusive 30-Minuten-Dokumentation, die ihr nur mit einer Visitenkarte gucken könnt, die ihr zu einer Bestellung dazu bekommt. Also es gibt nicht nur ein Spiel und Sticker, sondern auch noch ein Video. Ich würde sagen, ein viel besseres Weihnachtsgeschenk gibt es eigentlich nicht. Also für sich selbst und eure Liebsten. Also, einfach dem Link in der Infobox folgen und das Spiel bestellen, falls euer Interesse geweckt ist. Und jetzt geht's los mit dem Video. Als Jennifer Casey am 24. Januar 2006 nicht zur Arbeit erscheint, ist die Sorge sofort groß. Jennifer ist eine pflichtbewusste, ehrgeizige junge Frau. Ihre Arbeit bedeutet ihr viel. Sie hat kaum Fehltage und wenn sie fehlt, meldet sie sich immer krank. Das ist an diesem Dienstag jedoch nicht passiert. Jennifer hat an diesem Morgen weder, wie sonst üblich, ihren Freund Rob angerufen, noch ist sie im Büro erschienen. Rob hat sich sofort Sorgen gemacht, als er Jennifer nicht auf ihrem Handy erreichen kann. Auch im Büro vermisst man die 24-Jährige. Als Jennifers Eltern davon erfahren, machen sie sich auf den Weg zum Apartment ihrer Tochter. Dort sieht alles ganz normal aus. Ebenso, als sei Jennifer gerade zur Arbeit aufgebrochen. Auf ihrem Bett sind Klamotten ausgebreitet, so als hätte sie ein paar Kleidungsstücke herausgelegt, um ein Outfit zu kombinieren. Im Badezimmer liegen einige Make-up-Produkte verstreut. Jennifers Unterwäsche liegt neben der Badematte. In der Dusche ist es noch nass. Ihre Brille liegt ebenfalls im Badezimmer. Dafür ist der Behälter mit ihren Kontaktlinsen leer. Zur Arbeit hat Jennifer immer Kontaktlinsen anstelle ihrer Brille getragen. Es sieht also wirklich alles ganz genauso aus, als habe Jennifer in ihrer Wohnung einen ganz normalen Morgen verbracht. Jennifers Apartment liegt in einem großen Komplex namens Mosaik. Erst kurz bevor sie die Wohnung Ende 2005 kaufte, wurden die Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen umgestaltet. Jennifer ist sehr stolz darauf, mit ihren 24 Jahren schon so hart gearbeitet zu haben, dass sie sich eine der schicken Wohnungen leisten kann. Der Mosaikkomplex besteht aus etwa 400 Wohnungen. Die Renovierungen laufen zwischen 2005 und 2006 zwar noch, aber es lässt sich schon erahnen, wie schön es hier einmal sein wird. Inmitten dieser Idylle fehlt von Jennifer Casey jetzt jede Spur. Weder ihre Arbeitskollegen, noch ihre Eltern oder ihr Freund Rob können sich erklären, was der jungen Frau zwischen ihrer Wohnung und ihrem Arbeitsplatz zugestoßen sein könnte. Erst wenige Wochen zuvor hatte Jennifer ihre Eltern über die Weihnachtsferien besucht. Bei einem Shoppingtag mit ihrer Mutter diskutierten die beiden über ihre Lieblingsshow Law & Order.
Jennifer erzählte ihrer Mutter, sie wisse dank der Sendung, wie sie sich verhalten würde, sollte ihr einmal etwas zustoßen. Sie zählt auf, aus welchen unbehaglichen Situationen sie sich auf welchem Wege befreien könnte. Jennifer hat sogar einen Alarmknopf hinter ihrem Bett. Sollte jemand in ihre Wohnung eindringen, könnte sie nur durch das Betätigen von diesem Alarm direkt Hilfe rufen. Damals denkt sich Jennifers Mutter nichts bei diesem alltäglichen Gespräch. Wenn überhaupt, ist sie eher beruhigt. Ihre Tochter ist aufmerksam und weiß, wie sie sich in Ausnahmesituationen zu verhalten hat. Doch leider wird wenige Wochen später klar, dass Jennifers Vorsicht wahrscheinlich nicht geholfen hat. Denn schon bald weiß man, dass Jennifer Cassie nicht freiwillig verschwunden ist. Der letzte normale Tag im Leben von Jennifer Cassie ist der 23. Januar, ein Montag. Die Nacht zuvor hat sie bei ihrem Freund in Fort Lauderdale verbracht. Jennifer und ihren Freund Rob trennen 3 Stunden Autofahrt. In der vorigen Woche, am 18. Januar, sind die beiden 5 Tage lang gemeinsam im Urlaub gewesen. Nach der Rückreise hat sie in Fort Lauderdale übernachtet und ist von dort am Montagmorgen direkt zur Arbeit nach Orlando gefahren. Am Wochenende, während Jennifer und Rob noch im Urlaub waren, hat Jennifers kleiner Bruder Logan mit ein paar Freunden in ihrer Wohnung übernachtet. Er ist nur 3 Jahre jünger als Jennifer. Die beiden haben einen gemeinsamen Freundeskreis. Für Jennifer ist es also eine Ehrensache, dass sie Logan und die gemeinsamen Freunde während ihrer Abwesenheit ihre Wohnung überlässt. So können die Freunde das Nachtleben in Orlando auskosten, ohne sich Gedanken über eine weite Rückreise machen zu müssen. Als Jennifer am 23. Januar nach der Arbeit mit ihren Eltern telefoniert, erzählt Logan ihr davon. Dass Jennifer auf der Fahrt nach Hause bei ihren Eltern anruft, ist für die Cassies so etwas wie ein Ritual. Während der Fahrt quatscht sie abwechselnd mit ihrer Mutter und ihrem Vater. Und an diesem Montag schaltet sich auch Logan kurz ein. Er lässt sie wissen, dass ein Freund glaubt, sein Handy bei ihr vergessen zu haben. Jennifer verspricht, zu Hause nachzusehen und dafür zu sorgen, dass der Freund sein Handy schnell wiederbekommt. Ansonsten verläuft das Gespräch ganz normal. Jennifer freut sich, zurück auf der Arbeit zu sein und schwärmt vom gemeinsamen Urlaub mit ihrem Freund Rob. Als Jennifer an diesem Abend zu Hause ankommt, beendet sie das Gespräch mit ihrem Vater. Danach ruft sie aber noch Freunde an, um von ihrem Urlaub zu erzählen. Es ist das erste Mal, seitdem sie die Wohnung am 18. Januar verlassen hat, dass sie zurück nach Hause kommt. Auch den Kumpel mit dem vergessenen Handy ruft sie an. Jennifer hat sein Mobiltelefon tatsächlich bei ihr zu Hause gefunden und verspricht, es ihm zukommen zu lassen. Gegen 22 Uhr telefoniert Jennifer noch einmal kurz mit Rob, um gute Nacht zu sagen. Das Gespräch läuft nicht allzu gut. Die beiden sind zwar noch sehr beflügelt von der gemeinsamen Reise, doch umso härter hat die beiden die Realität getroffen. Jennifer und Rob sind durch 3 Stunden Autofahrt voneinander getrennt und die Fernbeziehung fällt ihnen schwer. Beide sind deshalb frustriert. Während des Telefonats werfen die beiden sich gegenseitig Dinge an den Kopf. Jennifer wünscht sich, mit Rob zusammenzuleben. Der allerdings möchte Fort Lauderdale nicht verlassen. Es ist kein Streit, eher eine kleine Meinungsverschiedenheit. Es wird aber das letzte Mal sein, dass jemand etwas von Jennifer hört. Der darauffolgende 24. Januar ist der Tag, an dem Jennifer Cassie verschwinden wird. Rob wundert sich darüber, dass Jennifer ihn am Morgen nicht anruft. Sie muss schon vor ihm aufstehen. Normalerweise weckt sie ihn mit einem Anruf. Nicht so am 24. Januar 2006. Rob denkt sich zunächst noch nichts dabei. Immerhin endete das Telefonat am Vorabend nicht allzu gut. Vielleicht wäre Jennifer einfach noch ein wenig frustriert und würde sich später melden. Doch auch im Laufe des Vormittags bleibt ein Anruf aus. Also beschließt Rob, selbst bei seiner Freundin anzurufen. Doch er erreicht sie nicht. Stattdessen springt sofort die Mailbox an. Das ist in all den Jahren, in denen die beiden zusammen sind, noch nie passiert. Zur gleichen Zeit wundert sich eine Freundin der Cassies, die auch Jennifers Arbeitskollegin ist, dass Jennifer an diesem Tag nicht im Büro erschienen ist. Das ist noch nie vorgekommen. Schon gar nicht, ohne dass Jennifer sich abgemeldet hat. Also ruft die Freundin und Kollegin bei Jennifers Eltern an und fragt, ob bei der 24-Jährigen alles okay sei. Doch auch die Cassies selbst haben seit dem Vorabend nichts mehr von Jennifer gehört. Jennifers Eltern versuchen daraufhin, Jennifer zu erreichen. Vergeblich. Die beiden werden sofort unruhig.
Jennifer ist sonst immer und überall erreichbar. Sowohl mit ihren Eltern als auch mit ihrem Freund ist sie mindestens einmal täglich in Kontakt. Ruft man sie an, geht die junge Frau normalerweise sofort an ihr Handy. Dass es ausgeschaltet ist, kommt ausnahmslos nie vor. Schon bald tauschen sich Jennifers Eltern, ihre Arbeitskollegin und Rob untereinander aus. Sie alle haben gemerkt, dass bei Jennifer irgendetwas nicht stimmt und sind besorgt. Jennifers Eltern rufen deshalb bei der Hausverwaltung ihrer Tochter an. Sie bitten den Hausmeister, nach der 24-Jährigen zu sehen. Am Telefon berichtet der Hausmeister, Jennifers Auto stehe nicht in der Einfahrt. Er schließt auf Bitten ihrer Eltern Jennifers Wohnung auf und sieht sich kurz um. Er sagt genau das, was auch die Cassies später vor Ort bestätigen werden. Alles sieht normal aus. Jennifers Eltern sind etwas ratlos. Einerseits kann Jennifer natürlich tun und lassen, was sie will. Aber das ausgeschaltete Handy und der Umstand, dass sie nicht zur Arbeit erschienen ist, passen so gar nicht zu der 24-Jährigen. Die Cassies leben etwa 2 Stunden von Jennifer entfernt. Sie entscheiden sich dazu, nach Orlando zu fahren und selbst nach dem Rechten zu sehen. Auch Jennifers Bruder Logan, der von Jennifers Dad angerufen wurde, hat sich sofort auf den Weg zum Mosaik gemacht. Er trifft als Erster an Jennifers Apartmentkomplex ein und fragt herum. Zu diesem Zeitpunkt sind zahlreiche Bauarbeiter vor Ort. Wie anfangs erwähnt, war Jennifer eine der ersten Bewohnerinnen, die ihre Apartments bezogen haben. Viele der 400 Wohneinheiten werden damals noch renoviert, sodass es von Bauarbeitern nur so wimmelt. Logan fällt ein weißer Van auf, in dem 2 Bauarbeiter sitzen. Er klopft an die Scheibe, um die beiden Männer zu fragen, ob sie seine Schwester gesehen hätten. Doch er bekommt keine Antwort. Die beiden ignorieren Logans Klopfen und tun so, als würden sie ihn nicht bemerken. Logan fragt weiter herum, doch jeder winkt sofort ab, Jennifer gesehen zu haben. Als er auf einen der Bauarbeiter zugeht und nach seiner Schwester fragt, passiert etwas Merkwürdiges. Der Mann wirft sich unvermittelt vor Logan auf den Boden. Auf den Knien sitzend gestikuliert er wild herum und ruft immer wieder, er würde kein Englisch verstehen. Viele der Bauarbeiter, die für die Renovierung eingesetzt werden, stammen aus Mexiko. Einige von ihnen sprechen kein Englisch. Gerüchten zufolge sollen viele von ihnen keine gültige Arbeitserlaubnis gehabt haben. Bis heute konnte nicht herausgefunden werden, wer der Mann gewesen ist, dessen Auftritt Logan so irritiert hat. Am Mosaik ist die Lage etwas unübersichtlich. Nach Logan treffen auch seine und Jennifers Eltern ein. Diese haben von unterwegs bereits die Polizei angerufen, die eine Streife vorbeigeschickt hat. Die Beamten vor Ort beruhigen Jennifers Eltern, die aufgeregt die Situation schildern. Die Polizisten sagen, Jennifer habe am Vorabend vielleicht einen Streit mit ihrem Freund gehabt und sei einfach weggefahren, um eine Auszeit zu nehmen. Sicherlich würde sie bald zurückkommen. Doch mittlerweile sind Jennifers Eltern der festen Überzeugung, dass dem nicht so sein wird. Sie spüren, dass ihrer Tochter irgendetwas zugestoßen sein muss. Und sie sollen Recht behalten. Als sich Jennifers Eltern und ihr Bruder Logan genauer im Apartment umsehen, bemerken sie, dass einige Dinge fehlen. Jennifers Tasche und Portemonnaie, ihr Handy, ihr iPod und auch das Handy von Logans Freund, das dieser am Wochenende bei Jennifer vergessen hatte. Gepaart mit dem Make-up im Badezimmer und den Wasserresten in der Dusche sieht es also wirklich aus, als habe Jennifer sich ganz normal auf den Weg zur Arbeit gemacht. Immerhin fehlt auch ihr Auto. Fest steht aber auch, Jennifer ist der Arbeit ferngeblieben und ist für niemanden zu erreichen. Am späten Nachmittag sind noch mehr besorgte Angehörige zu Jennifers Apartment gekommen. Dort haben sich nun nicht nur ihre Eltern und ihr Bruder Logan, sondern auch ihre Freundinnen und Rob und dessen Mutter versammelt. Nachdem sich alle beratschlagt haben, entscheiden sich Jennifers Angehörige dazu, sofort Alarm zu schlagen. Sie laufen selbst durch die Straßen von Orlando und halten Ausschau nach Jennifer und ihrem Auto. Außerdem drucken sie zahlreiche Flugblätter, die sie in der Stadt verteilen. Ihre Eltern und Freunde sorgen dafür, dass Jennifers Verschwinden bald in die Nachrichten kommt. Zuerst wird auf regionalen Radio- und TV-Sendern berichtet. Binnen weniger Stunden erreicht das Bild der vermissten Frau nationale News-Outlets. Auch die Polizei reagiert auf den Mediendruck und startet nun doch Suchmaßnahmen. In diesem Zuge melden sich immer wieder Zeugen. Ein wertvoller Tipp,
bleibt zunächst aus. Es vergehen 48 Stunden ohne die kleinste Spur von Jennifer Cassie. Mit jeder Stunde wird die Lage ernster und Jennifers Eltern und Freunde fühlen sich in ihrer Annahme bestätigt. Jemand muss der jungen Frau etwas angetan haben. Am 26. Januar gibt es einen Hoffnungsschimmer. Jennifers Auto wird gefunden. Und mehr noch, es gibt Bilder des mutmaßlichen Täters. Das Auto steht an einem anderen Apartmentkomplex, nicht allzu weit vom Mosaik entfernt. Trotz der kurzen Distanz ist diese Nachbarschaft allerdings eine ganz andere. Während Jennifers Apartment in einer gehobenen Wohngegend liegt, steht ihr Auto nun vor einer Wohnanlage, die gegenteiliger nicht sein könnte. Huntington on the Green ist innerhalb der Stadt als Problemviertel berüchtigt. Der Komplex ist mit dem Auto etwa 3 Minuten von Jennifers Wohngegend entfernt. Zu Fuß ungefähr 15 Minuten. Vor Ort befinden sich ganz in der Nähe von Jennifers geparkten Auto 2 Überwachungskameras. Das ist die große Chance für die Polizei. Auf einer Kamera befindet sich eine interessante Aufnahme. Sie wurde um 12 Uhr am Mittag des 24. Januar gemacht. Also an dem Tag, an dem Jennifer vermisst gemeldet wurde. Man sieht, wie eine Person Jennifers Auto vor den Wohnkomplex fährt und auf einem Besucherparkplatz parkt. Nach einer halben Minute steigt die Person aus dem Auto aus. Von der zweiten Kamera wird sie dabei gefilmt, wie sie das Auto verlässt. Die Person auf dem Video ist nicht Jennifer Cassie. So viel steht fest. Vielmehr scheint es ein Mann zu sein, eventuell mit langen, zugebundenen Haaren oder einer Mütze in dunkler Kleidung. Man hat sie zwar auf einer Kamera festgehalten, leider hat die Überwachungskamera aber eine fatale Schwachstelle. Sie zeichnet alle 3 Sekunden ein Bild auf. Und dadurch sind in jedem einzelnen Frame Streben eines großen Zaunes vor dem Gesicht des Verdächtigen. Man kann ihn also nicht wirklich erkennen und auch nicht identifizieren. Für Jennifers Familie und die Polizei ist das sehr frustrierend. Man hat zwar Material der Person, die Jennifer etwas angetan haben könnte, kann es aber nicht auswerten. Ein weiterer Zeuge meldet sich. Er habe beobachtet, wie das Auto von Jennifer die Einfahrt des Mosaiks verlassen habe. Der Wagen sei ihm aufgefallen, weil er in Schlangenlinien gefahren sei. Es habe ausgesehen, als würden 2 Personen, eine am Steuer, eine auf dem Beifahrersitz, um die Kontrolle des Wagens kämpfen. Daraus entwickeln die Eltern von Jennifer eine Theorie. Sie glauben, dass ihre Tochter entführt wurde. Mit ihrem eigenen Auto. Robbery wasn't the motive, so was Jen the female that was desired? Was she targeted? We don't know. We don't have answers. Zunächst glaubt die Polizei, Jennifer sei noch am späten Abend des 23. Januar verschwunden. Doch diese Annahme ändert sich schon bald. Auch die Polizei glaubt nun, Jennifer müsse am Morgen des 24. Januar noch gelebt haben. Also bemüht man sich, den Morgen zu rekonstruieren. Jennifer hat morgens geduscht und sich für die Arbeit fertig gemacht. Davon zeugen ihr Make-up und die nasse Dusche. Danach muss sie auch ihre Tasche für die Arbeit gepackt haben. Nicht nur die Tasche selbst und ihr Portemonnaie fehlen, sondern auch Jennifers Handy, ihr iPod und das Handy von Logans Freund. Ich glaube, es war so. Jennifer kommt raus und schließt die Tür ab. Natürlich dreht sie ihren Rücken der gegenüberliegenden Wohnung zu. Und dann wird sie entführt von diesen Leuten gegenüber. Auf dem Flur gegenüber? Ja, sie schließt die Tür ab und denkt gar nicht daran. Wahrscheinlich wurde sie direkt attackiert, als sie herausging. Sie wird in dieses andere Apartment gezogen und das ist das Ende. Während der Renovierungsarbeiten am Wohnblock sollen die Bauarbeiter teilweise in unfertigen Wohnungen übernachtet haben, ohne dass das gemeldet worden sei, versteht sich. Darauf bezieht sich der Privatermittler in einer Aussage. Er glaubt, jemand, der an den Bauarbeiten beteiligt war, sei für Jennifers Verschwinden verantwortlich. Er, die Polizei und Jennifers Eltern gehen fest davon aus, dass die 24-Jährige entführt wurde, als sie am 24. Januar zur Arbeit fahren wollte. Viele der Bauarbeiter arbeiteten unregistriert. Sie zu erfassen ist kaum möglich. Doch es gibt schon bald einen Arbeiter, der den Verdacht der Polizei erweckt.
Zwei der Männer, die 2006 an der Baustelle rund um den Wohnkomplex tätig sind, werden Ben und Chino genannt. Ihre echten Namen sind aus Datenschutzgründen nicht bekannt. Deshalb verwendet die Polizei ihre Spitznamen. Als die Polizei die Videoaufnahmen des Täters veröffentlicht, meldet sich kurze Zeit später eine Reinigungskraft. Sie arbeitet im Wohnkomplex von Jennifer und gibt an, die Person auf dem Video zu erkennen. Es sei einer der Bauarbeiter. Der Mann heiße Chino. Die Person habe den gleichen Kleidungsstil und den gleichen Gang wie er. Die Polizei sieht ihre Akten durch und scheint einen Volltreffer zu landen. Schon in der ersten Woche nach dem Verschwinden von Jennifer hatte ein anonymer Zeuge angegeben, Chino könnte mehr Informationen zu Jennifer Cassie haben. Chino hatte bei seiner Arbeit auch Kontakt zu Jennifer. Noch am Dienstag vor ihrer Abreise in den Urlaub hatte Chino in ihrem Apartment Malarbeiten durchgeführt. Und noch etwas. Chino ist ein vorbestrafter Sexualstraftäter. Sowohl Chino als auch sein Arbeitskollege Ben, mit dem er an Jennifers Apartment gearbeitet hat, werden von der Polizei befragt. Als die beiden Männer aufgefordert werden, einen Lügendetektortest zu machen, willigen sie sofort ein. Sowohl Chino als auch Ben sind sehr kooperativ. Sie bestehen auch die Lügendetektortests, die von FBI-Agenten durchgeführt werden. Doch eine Sache ist merkwürdig. Beim Lügendetektortest wird Ben unter anderem gefragt, ob er und Chino in Jennifers Wohnung gearbeitet hätten. Er beantwortet diese Frage laut des Tests, wie alle anderen auch, wahrheitsgemäß. Doch er schiebt noch einen Satz hinterher. Wörtlich sagt er: "Ja, ich und mein Kumpel Chino haben in der Woche, bevor sie gestorben ist, in ihrem Apartment gearbeitet." Jennifer wurde aber nie für tot erklärt, sondern nur als vermisst gemeldet. Könnte sich Ben hier vielleicht verraten haben? Als er darauf angesprochen wird, gibt er eine zugegebenermaßen plausible Antwort. Jennifer sei nun schon so lange verschwunden, dass er einfach annehmen würde, sie sei verstorben. Als Ben und Chino zum Lügendetektortest gebeten werden, ist Jennifer Cassie schon seit einigen Monaten verschwunden. Obwohl gegen Ben und Chino nach den bestandenen Lügendetektortests nicht mehr ermittelt wird, bleibt der Verdacht gegen sie bestehen. Ben und Chino sind noch immer die konkreteste Spur in einem Fall, der ansonsten beinahe aussichtslos erscheint. Jahre später spüren Journalisten Chino auf und befragen ihn zum Fall Jennifer Cassie. Die haben sogar einen Lügendetektortest gemacht. Jeder weiß ganz genau, dass ich mit Jennifer Cassie nichts zu tun gehabt habe. Du hattest nichts mit ihrem Verschwinden zu tun? Ganz und gar nicht. Wo warst du am Morgen des 23. Januar 2006? Ich muss diese Frage ganz bestimmt nicht beantworten. Obwohl Chino abwiegelt, geben die Reporter nicht auf. Die Journalisten konfrontieren ihn mit einem Screenshot des Überwachungsvideos. Weißt du, wer das ist? Nein, wirklich nicht. Du warst dort der Wartungstechniker. Du hast die Arbeiter bei diesem Komplex gesehen. Du erkennst diese Gestalt nicht? Nein, wirklich nicht. Kennst du irgendwen, der vielleicht mit Jennifer Cassies Verschwinden zu tun haben könnte? Irgendwen? Glaub mir, wenn ich jemanden kennen würde, der damit zu tun hat, würde die Cassie-Familie das auch wissen. Ich habe Jennifer Cassie getroffen. Sie war eine wundervolle Person. Nach dem Interview spricht Chino sogar mit Jennifers Eltern und ihren Privatermittlern. Doch das Gespräch bringt keine neuen Erkenntnisse. Viele Menschen vermuten bis heute, dass Chino und Ben der Schlüssel zum Fall Jennifer Cassie sein könnten. Doch es gibt keine handfesten Beweise. Die beiden wurden nie offiziell beschuldigt oder angeklagt. Obwohl Jennifer Cassie seit mehr als 15 Jahren vermisst wird, hat es während der gesamten Ermittlungsdauer nie eine konkrete tatverdächtige Person gegeben. Der Fall ist sehr frustrierend, aber wir sind immer noch nicht ganz am Ende. Es gibt einige interessante neue Entwicklungen. Während der Suche nach ihrer Tochter Jennifer müssen die Cassies einiges ertragen. Nicht nur die andauernde Ungewissheit über das Schicksal ihrer Tochter zehrt an ihnen. Auch äußere Faktoren machen es der Familie schwer. Einige Jahre nach Jennifers Verschwinden hat die Familie mit einem Cyberstalker zu kämpfen. Die Cassies haben eine Website für Jennifer eingerichtet, über die anonyme Tipps eingereicht werden können. Eine Person nutzt diese Möglichkeit jedoch aus, um die Cassies mit Drohnachrichten zu bombardieren.
Nach ein paar Monaten beginnt der Stalker auch bei Jennifers Familie zu Hause anzurufen. Dadurch kann glücklicherweise nachverfolgt werden, woher der Stalker die Anrufe tätigt. Die Spuren führen die Polizei zu einem jungen Mann namens Tyler Green. Er wird 2010 festgenommen und muss sich wegen Stalkings und dem Verfassen von Morddrohungen vor Gericht verantworten. Tyler Green ist bereits wegen Stalking vorbestraft. Doch auch als das Stalking durch ihn abbricht, kehrt für die Cassie-Familie noch lange keine Ruhe ein. 2018 verklagen Jennifer Cassies Eltern die Polizei von Orlando. Sie haben über all die Jahre nie Einsicht in die Polizeiakten erhalten. Da Jennifer zu diesem Zeitpunkt bereits 12 Jahre lang verschwunden ist, möchten sie sich selbst ein Bild machen. Die Cassies wollen mit eigenen Augen sehen, was getan wurde, um ihre Tochter zu finden. Zur selben Zeit gibt es einen neuen Polizeichef in Orlando, der einen Kompromiss mit den Cassies findet. Er gibt seinem Team ein halbes Jahr Zeit, um noch einmal umfassende Ermittlungen im Fall Jennifer Cassie anzustellen. Sollten die Ermittlungen keine neuen Erkenntnisse bringen, würde er die Polizeiakten veröffentlichen. Es wird keine neuen Erkenntnisse geben. So erhalten Jennifer Cassies Eltern Ende 2018 über 16.000 Seiten Aktenmaterial. Die Polizeidirektion gibt die Ermittlungen in diesem Zuge endgültig auf. Stattdessen leiten nun Jennifers Eltern und ein Team aus Privatdetektiven die Ermittlung. Das Team besteht teilweise aus ehemaligen Ermittlern, die hoffen, in den Akten Hinweise zu finden, die ihren ehemaligen Kollegen entgangen sind. Tatsächlich können sie neue Ansätze finden. Gleichzeitig fehlen ihnen aber die Ressourcen, um sie zu verwerten. Jennifers Vater erzählt beispielsweise, man habe über 100 Fingerabdrücke und 2 Haare im Auto gefunden, die nie zugeordnet werden konnten. Man habe kaum Anwohner und fast keine der Bauarbeiter befragt. Insbesondere in den ersten 48 Stunden nach Jennifers Verschwinden habe die Polizei folgenschwere Fehler begangen. Nun versuchen die Eltern der Vermissten selbst, diese Fehler wieder zu begraben. 2019 erhalten die Cassies und ihre Helfer einmal mehr einen vielversprechenden Tipp. Eine Hinweisgeberin berichtet, etwa zum Zeitpunkt von Jennifers Verschwinden 2006 am Lake Fisher eine interessante Beobachtung gemacht zu haben. Sie habe gesehen, wie jemand einen aufgerollten Teppich im See versenkt habe. Die Person sei mit einem Truck gekommen und habe gewirkt, als sei sie in großer Eile. Der Teppich sei sehr groß gewesen und habe ungewöhnlich schwer gewirkt. So, als sei etwas oder jemand darin eingewickelt. Der Lake Fisher befindet sich nicht weit von Jennifers Wohnort in Orlando entfernt. Der See wird daraufhin mit Tauchern und Spürhunden abgesucht. Dabei kommt es zu widersprüchlichen Ergebnissen. Jennifers Vater erzählt Medienvertretern vor Ort zunächst, man habe im See einen Leichnam gefunden. Doch nur kurze Zeit später stellt sich diese Annahme als falsch heraus. Im Lake Fisher wird keine Spur von Jennifer Cassie gefunden. 2020 trifft eine Podcast-Produzentin während ihrer Recherchen zum Fall Jennifer Cassie eine junge Frau, die anonym bleiben möchte. Sie hat zur gleichen Zeit wie Jennifer in dem Wohnkomplex gelebt. Sie behauptet, den Mann vom Überwachungsvideo zu kennen. Er habe an den Renovierungen des Komplexes mitgewirkt. Er sei auch bei ihr des Öfteren vorbeigekommen, um Kleinigkeiten auszubessern. Sie nennt jedoch keinen Namen. Ob auch diese Frau glaubt, auf den Aufnahmen Chino zu erkennen, ist also unklar. Die anonyme Zeugin habe sich zwar über die hohe Frequenz seiner unangemeldeten Besuche gewundert, sich aber nichts weiter dabei gedacht. Der Mann sei ihr gegenüber stets höflich aufgetreten. Ein anderes Mal habe eine Mitbewohnerin von ihr beobachtet, wie eine unbekannte männliche Person mit einer großen Fotokamera nachts auf dem Gelände herumschlich. Die Person soll versucht haben, in die Fenster von Bewohnerinnen des Mosaik zu spähen. Auch sonst sei die luxuriöse Außenwirkung des Apartmentkomplexes eher Schein als Sein gewesen. Einmal habe sie bei den Mülltonnen Hundekadaver liegen sehen, die nachlässig in Decken eingewickelt gewesen waren. Der Nachtwächter sei nur selten da gewesen und die Tore zum Hof seien dauernd offen gewesen. Das ist sehr untypisch für eine sogenannte Gated Community. Jennifer Cassie hat in solch einer Community gelebt, also normalerweise war es schwierig für Außenstehende in diesen Apartmentkomplex zu kommen. Doch nach Aussagen dieser Zeugen soll es doch leichter gewesen sein, als anfangs angenommen. Auch andere ehemalige Anwohnerinnen bestätigen, sie hätten sich von einigen Bauarbeitern bedrängt gefühlt. Es habe den einen oder anderen unangenehmen Blick oder Spruch gegeben.
Eine Frau geht sogar so weit, dass sie behauptet, die Bauarbeiter seien einmal unerlaubt in ihre Wohnung gegangen, als sie auf der Arbeit gewesen sei. Und einmal habe sie gesehen, wie ein Mann in Arbeiterkleidung sich auf dem Grundstück selbst befriedigt hätte. Er sei in einem weißen Van unterwegs gewesen. Von all dem ist in den Ermittlungsakten nichts zu lesen. Das bedeutet entweder, dass diese Geschichten später erfunden wurden, dass die Frauen nicht befragt wurden oder dass die Aussagen dieser Frauen nicht ernst genommen wurden. So oder so sind es trotzdem interessante Informationen, die nicht unerwähnt bleiben dürfen. Jennifer Cassys Eltern sind nun quasi die leitenden Ermittler im Fall ihrer verschwundenen Tochter. Erst durch ihre eigenen Recherchen und die Zusammenarbeit mit Journalisten kommen viele wertvolle Informationen ans Licht. Die Cassys widmen ihr Leben voll und ganz der Aufklärung des Verbrechens an ihrer Tochter. Bis zum heutigen Tag, leider ohne ein konkretes Ergebnis. In Interviews betonen die Cassys bis heute immer wieder, im Grunde sei es ihnen egal, wer für Jennifers Verschwinden verantwortlich ist. Sie möchten den Täter einfach ausfindig machen, um zu wissen, was mit ihrer Tochter geschehen ist. Alles, was sie wollen, ist Gewissheit. Fakt ist, dass irgendjemand wissen muss, was mit Jennifer Cassy passiert ist. Die Person, die ihr Auto in den benachbarten Wohnkomplex gefahren hat, ist bis heute Tatverdächtiger Nummer 1. Mindestens er muss wissen, was mit Jennifer Cassy passiert ist. Nicht wenige Menschen vermuten, dass es mehrere Täter geben könnte. Jennifers Eltern haben keine Zweifel daran, dass sie ihre Tochter finden werden. Das Engagement der Cassys ist wirklich beeindruckend. Sie haben die Suche nach ihrer Tochter nicht nur in ihre eigenen Hände genommen, sie haben Jennifer auch nach mehr als 15 Jahren noch lange nicht aufgegeben. Mich würden eure Theorien zum Fall Jennifer Cassy sehr interessieren. Glaubt ihr auch, dass einer oder mehrere der Bauarbeiter schuld an Jennifers Verschwinden sein könnten? Oder habt ihr eine ganz eigene Vermutung zu dem Fall? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. So können wir nicht nur eine interessante Diskussion führen, ihr unterstützt Insolito damit auch noch ganz nebenbei. Dazu könnt ihr noch ein Abo hinterlassen und das Video liken. Und die Glocke aktivieren. Denn so verpasst ihr kein Video mehr und das Video bekommt kurz nach dem Upload viel Interaktion. Was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Video Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Leute.